Sie hängen ewig in einer Service-Hotline, haben plötzlich einen Vertrag, den Sie gar nicht möchten oder ärgern sich über zu langsames Internet. Kommen Ihnen solche Probleme bekannt vor? Dann sind Sie nicht allein. Im vergangenen Jahr haben die Verbraucherzentralen mehr als 250.000 Beschwerden zu allen möglichen Themen erreicht. Das zeigt unser aktueller Verbraucherreport. Vor allem im Internet häufen sich die Probleme. Fake-Shops, Abo-Fallen oder manipulative Designs sind längst keine Seltenheit mehr. Gleichzeitig ist den Menschen Verbraucherschutz so wichtig wie noch nie. Auch das zeigt unser neuer Verbraucherreport. Wir setzen uns daher weiterführende Rechte ein. Allein im letzten Jahr haben wir über 200 Unternehmen abgemahnt und 125 Klagen eingereicht, um sie besser zu schützen. In der Verantwortung ist vor allem die Bundesregierung. Die Politik muss die Alltagsprobleme der Menschen stärker in den Blick nehmen und so für mehr Sicherheit sorgen.